Moinsen, herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Wir sind in der letzten Folge gerade da eben runtergefallen. Gehen jetzt aber direkt weiter. Hier runter, okay, der ist safe, der ist weg. Nice. Die Gegner haben es ein bisschen in sich. Okay, so war das eigentlich geplant. Ich wollte eigentlich Dreieck drücken, damit ich mich heile. Aber ich bin auf Viereck gekommen. Ihr seht, ich bin ein richtiger Pro. Wo ist der Typ? Aber Feuer macht den doch. Da hinten sind ja, stimmt, da sind schon die Ratten. Die Ratten, die Ratten, die Ratten. Ich weiß ja nicht. Habe ich euch eigentlich gesagt, was wir haben? Wir sind. Wo steht das denn? Keine Ahnung, wo das steht. Aber wir sind auf jeden Fall edliger. Nee. Irgendein Waffener oder so. Weil wir haben Stärke und so, haben wir 14, Geschick 13. Wir sind militärische Abstammung. Was heißt denn Hilfe? Das würde ich jetzt mal gerne wissen, was das hier so alles heißt. So. Abwehr von, das ist wahrscheinlich Gift, das ist recht. Was ist das? Je höher dieses Attribut, desto näher bist du der Beste bei kurzzeitigen Transformationen. Heißt das, ich kann eine geile Bestie werden? Wusste ich gar nicht. Okay. Beeinflusst, ob Gegner Gegenstände fallen lassen. Je höher dieses Attribut, desto mehr findest du. Okay. Verschiedene Effekte geben. Okay. Physisch gegen Sumpf. Witz, das ist ja alles klar. Okay. Irgendwo hier war ein Item. Ich glaube, das war hier. Ich bin mir auch nicht sicher. Nein, war es nicht. War hundertprozentig auf der anderen Seite, glaube ich. Das bin ich mir nicht sicher. Aber hoffentlich habt ihr euch darauf eingestellt, dass es, wenn ihr es guckt, würde mich freuen. Wenn ihr da lasst, wäre auch richtig nice. Damit würdet ihr mich unterstützen. Wäre auf jeden Fall ganz sweet von euch. Aber das Let's Play wird ja eh ein bisschen länger. Und ich werde das auch relativ lang ziehen, weil ich das Spiel gut finde. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Schaffen wir das jetzt beim ersten Mal? Letztes Mal hat es funktioniert. Jetzt auch. Perfekt. Hier sind nämlich schön Kristalle drin, die man schön nutzen kann. Haben wir den getroffen? Nice, haben wir getroffen. Die Ratten sind ein bisschen stärker. Also die haben jetzt neue Fähigkeiten. Aber sind blind. Seht ihr das? Die müssen uns echt so eine Art suchen. Oh, ich dachte, ich muss sie treffen. Aber hoffentlich nur eine. Hier weg. Wurfmesser. Dark Souls haben sie Menschlichkeit gedroppt, hier droppen sie Wurfmesser. Die übrigens echt sehr viel Damage machen. Oh, jetzt wurden alle aktiv. Das ist blöd. Jump! Jetzt du! Also ich muss sagen, in der Form, in der langen Form, bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Waffe, wenn ich ehrlich bin. Da gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Okay, war klar. Wo ist mit der jetzt nicht ganz okay? So fühlt er mich. Wir nehmen mal Safety First noch ein. Wir finden ja eh noch genug von denen. Denke ich mal. So, einige haben ihn vielleicht schon von oben gesehen.
Hier steht nochmal Besuch. Moin. Bitte nicht! Wir wollen den bloß nicht darunter schubsen, weil dann haben wir ein Problem. So. Gut, wir haben zwei Zeichen. So ist. Nee, hier war die Rüstung, genau. Die wunderschöne Jägerrüstung. In allen Attributen besser, außer Gift, aber Gifte begegnen wir jetzt nicht so viel. Und zack. So, hier wird tricky, weil hier habe ich mich letztens ordentlich schön reingebackt. War nicht schön. Ja. Das ist auch vollkommen okay. Moin. Oh, der lebt. Ich dachte, er wird tot. Die können jetzt nicht so viel, aber die gehen halt echt gut sehen. Obwohl, so gut sehen gehen die. Was sind die? Achso, Blutführung. Okay. Wir tun hier mal eben den Wurfmesser rein. Ja, der hat da auch noch was gedroppt. Quecksilber. Boah, 10 Stück, ey. Das ist ja eine Menge. Warte, ich muss mal kurz überlegen. Nee, alles noch okay. Hey, hey, hey. Verborgener Pfad voraus. Guck mal, runter. Das gucken wir uns mal an. Nichts hier außer verbundener Fahrt. Nichts hier außer Nachricht. Auch mal sagen, wie man den verborgenen Pfad aufkriegt, oder? Wahrscheinlich mit dem Molotow. Nichts hier außer verborgenen Pfad. Ja. Aber wie? So blöd, ne? Nein! Oh! Okay, weiß ich nicht. Mit X kriegen wir den nicht auf, weil hier so eine scheiß Nachricht liegt. Vielleicht finden wir das dann nochmal raus. Irgendwann. Bestimmt. So, wir gehen erstmal hier weiter. Steht hier. Jetzt kommt das natürlich. Vorsicht vor Überfall. Überfall ist ja noch gar nichts. Aber was, wo geht's hier hin? Nirgends. Ja, über uns im Gegner, das ist wichtig. Können wir vielleicht schon wieder? Ja, der andere schießt auf jeden Fall schon auf uns. Muss man mit. So, hier ist ein bisschen dangerous. Ich weiß nicht, ob wir von hier schon angegriffen werden.
schon mal das alte mit? Bisschen das Verrückte. Ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, was es macht. Shell eines Verrückten mit der Weisheit der Großartigen. Bringt Einsicht. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit. Okay, ja. Irgendwann mal ausprobieren. So, hier unten ist schon mal clear. Gehen wir doch mal ein paar Etagen höher. Ich glaube, hier ist jetzt nicht clear. Oder? Wie weit haben wir? Ein bisschen was haben wir. Hier, moin. Da ist doch auch, ja. Darfst natürlich auch weitermachen. Also Bogenschützen waren deutlich angenehmer. Weil die haben dir nur einmal eine verpasst und ich. Die haben halt nicht so oft zugeschlagen, ne? Das hat war halt angenehmer. Die haben so schöne Hände mit dabei. Deswegen sind die so schnell. Städte COD-Anspielung. Lustig. Nicht. So, da sind noch ein paar Vögel. Da liegt noch ein Item, das werden wir natürlich auch mitnehmen. Zack. So, da sind wir ganz kritisch gewesen. Das brauche ich noch gar nicht mehr. Jetzt beruhigen wir uns. Diese Zähne von euch. Kiesel, oh, wir haben voll Kiesel. Unfassbar. So, wo war das Item? Das Item war hier, ne? Ja. Gucken, was das ist. Nice. Ich glaube, das waren jetzt doch die Dinger zum. Ja, zum Waffenverstärken. Quasi wie in Dark Souls die Scherben. Nur nicht. So, hier lag ja auch noch ein Item bei dem Typen. Wir werden uns auch noch mal mitnehmen. Blutfiolen. Geil. Ich finde es übrigens sehr positiv, dass das Spiel in Deutsch ist. Das alleinigt einigen das Spiel dann doch sehr. Und es macht es auch gleich besser und beliebter bei anderen. So, da ist auch noch einer, den nehmen wir noch mal so schnell mit. Oder war hier noch einer? Ne, da oben war einer, ne? Ja, der kommt jetzt auch. Ah, der war schon tot. Ich dachte, ich muss ihn da anschießen. Aber das reicht schon. So aus, ja? Wir sind friedlich, oder? Oh, jetzt haben wir richtig viele Blutfiolen auf Lager. In unserer Hut. Man hört schon Krabbel, da unten sind Ratten. Na, wer ist denn hier gestorben? Zeigt es mir bitte. Ja! Jetzt sehen wir es. Der hat die gleiche Waffe wie wir und hat übel aufs Fressbrett bekommen, hat übel die Kombo abgekriegt. Noob. So, da machen wir mal einen Abstich jetzt zu unserem. Noch nicht? Nee. Warte. Doch, klar, wir müssen hier hin. Da hatte ich jetzt gerade einen Denkfehler drin. Wir machen, glaube ich, erstmal. Befreien wir mal hier die Toten. Bevor wir zu unserem Old Good Friend gehen. Oh, sorry. No problem. Lag hier jetzt noch was? Nee, hier oben lag nichts mehr. Wow, das war noch knapper. So, hier oben. Dicker Endboss. Nein, Spaß. Er ist ein Good Guy. Oh.
Frau, eine Jägerin, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier, ein Begrüßungsgeschenk für die neue Jägerin. Zeichen des Jägers.